Hallo ihr Lieben, heute geht es mal nicht um eine Produktvorstellung, um Make-up oder Kosmetik und ich möchte einfach mal was Neues probieren auf meinem Blog und deswegen habe ich mir vom Hybrid Verlag ein Buch zum Rezensieren schicken lassen und das ist das gute Stück Gesichter aus Stein von Tam Lang. Ich hoffe, man spricht das so. Das wird nämlich, kann man das sehen? Tam Lang. Gesichter aus Stein. Ein unglaublich spannendes Buch, ein Kriminalroman. Und Leser meines Blogs wissen, worum es geht. Und ich möchte euch jetzt eine kleine Textstelle daraus vorlesen, beziehungsweise zwei kleine Textstellen. Ja, wenn ihr noch mehr dann über dieses Buch erfahren möchtet oder über den Autor, dann klickt einfach mal auf meinen Blog vorbei. Ich verlinke euch die Adresse hier unten in den Kommentaren und freue mich auf euren Besuch und natürlich auf eure Kritiken zu meiner Rezension. Okay, dann legen wir mal los. Ich möchte euch zwei Textstellen vorlesen und zwar einmal den Anfang, am Anfang. Ich gebe zu, ich habe mich ein bisschen schwer getan am Anfang mit dem Stil des Autors. Ging aber ganz schnell, dass ich mich da reingelesen habe. Also spätestens nach 3 Seiten war das wirklich erledigt. Und dann möchte ich euch noch einfach zufällig aus der Mitte 1-2 Seiten vorlesen. Ich möchte ja nicht zu viel verraten von der Story, sonst geht ja die ganze Spannung flöten. Und sicherlich möchtet ihr euch das vielleicht auch lesen, wenn ihr Leseratten seid, so wie ich. Ja, also viel Spaß. Franziska Schmidt kommt aus der Küche. Typ klar strukturierte schwedische Gemütlichkeit in Bordeaux-Rot und stockt zwischen den nächsten beiden Türrahmen in der Bewegung. Sie schaut suchend um sich, findet den vermissten Eisbeutel schließlich in der linken Hand wieder und setzt ihren geplanten Weg fort. Im Badezimmer angekommen, drapiert sie sorgfältig die Eiskügelchen, die eigentlich für den Single Malt Whisky ihres Mannes vorgesehen waren, in Reih und Glied eingeschweißt, in der reißfesten Plastikfolie liegen, auf ihrer linken Wange. Die Uhr zeigt 3 Uhr morgens. Ihre Augen ruhen auf den Armaturen in Gold und Edelstahl, ebenfalls schwedischer Herkunft. Mora-Armatur steht in geätzten Buchstaben auf dem Wasserhahn, der irgendwie an eine schiefe Thermoskanne erinnert. Absichtlich schaut sie ihn an, ihn und die Zahnbürsten in dem IKEA-Wasserbecher. Ein paar Zentimeter oberhalb, das, wovor ihr graut. Trotzdem würde ihr Nacken bald so sehr schmerzen, dass sie sich strecken muss und unweigerlich in, ja genau, jetzt ist es passiert, das Gesicht starrt, dessen Augen sich in ihre bohren. Vorwurfsvoll und irgendwie schrecklich wütend, so als wollen die fragen, was zum Geier ihr eingefallen war, dass sie so etwas mit sich machen lässt. Dabei hatte doch alles so verheißungsvoll begonnen. Kosmische Glückseligkeit sollte eigentlich vorherbestimmt sein, wenn man am 7.7.77 um 7.06 Uhr. Auf diese Minute schiebt sie im Allgemeinen alles, was nicht genauso abläuft, wie es erhofft ist, als Kaiserschnittbaby im Bezirkskrankenhaus Rostock zur Welt kommt. Ja, in Rostock, Bezirk Rostock, Deutschen Demokratischen Republik. Nur weil man im näheren Kreiskrankenhaus Güstrow, wo sie eigentlich hätte auf die Welt kommen sollen, um 4 Uhr morgens, als bei ihrer Mutter Krämpfe anstatt der Wehen einsetzten, nicht auf Notkaiserschnitte vorbereitet war. Dann eben ab nach Rostock. Im Barkas-Krankenwagen, also nicht Güstrow, Bezirk Schwerin, sondern Rostock-Südstadt. Nicht der Blick auf das Renaissance-Schloss mit Lustgarten samt Baldachinen aus sattem Efeu und elegant daherziehenden Schwanenpärchen auf dem Wassergraben, der das Areal liebevoll einschließt. Stattdessen Platte und ein paar wenige, noch lange nicht hoch genug gewachsene Birken zwischen verdorrenden und gierig nach Wasser flehenden Grasbüscheln, die man vor 8 Jahren dort eingesetzt hatte,
wo man den Boden nicht in Beton goss. In der Kindheit verhielt sich diese sagenumwobene und zerstörerische Minute jedoch unauffällig. Zumindest merkte Franziska sie nicht. Ihr Vater, Holger Vogt, Landwirt, Viehwirtschaft in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, Tierzucht, LPGT, Bernhard Quandt, Abteilung Schweinemast und SED-Mitglied seit 1962, hatte es zu was gebracht. Vorzeigeobjekt? Das eigene Häuschen in Garden am See, Stil Finnenhütte. Drei Zimmer, Küche, Bad und ein ausgebauter Dachboden, der nur aus Wandschrägen bestand und in dem selbst die 10-jährige Franzi große Probleme hatte, aufrecht zu stehen. Bis sie 1,13 war, stieß sie sich aber zumindest noch nicht den Kopf. Warum sie das kleine Zimmer hinten raus nicht behalten konnte, war ihr schon immer ein Rätsel. Jedenfalls zog sie im Alter von 7 Jahren nach oben und liebte es. Vor allem das Bullaugenfenster mit Blick auf den See, der dem Ort den Namenszusatz gab. Angeblich hatte ihr Vater es von jemandem auf der Rostocker Werft organisiert. Der kannte jemand, der einen anderen kannte, bei dem so eins rumlag, also in irgendeinem Spind des volkseigenen Betriebs. Genau dort, unter diesem Bullauge, hatte ihr Bett gestanden. Auch dieses Marke Eigenbau und seinerzeit mehr als nur voraus. Heute würde man es als Futon bezeichnen. Ihr Vater galt allseits als geschickt und erfinderisch. Das Einzige, was sie nicht mochte, war der Geruch nach Schweinestall, den er täglich mit nach Hause brachte. Ja. Es wäre jetzt zu lang, wenn ich noch weiterlesen würde, die Einleitung. Aber vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich gesagt habe, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Schreibstil. Was mir unglaublich sympathisch ist, ist die Protagonistin des Buches, die Franziska, die Franzi, die auch aus dem Osten kommt, genau wie ich. Und vermutlich einige meiner Leser auch. Man kann das ganz gut nachvollziehen, dass sie ihre Kindheit gemocht hat. Und ja, ich schau mal, was ich jetzt für eine Zufallsstelle für euch rauspicke. Weil so richtig spannend war das ja jetzt noch nicht. So. Franziska erwacht gegen 2 und stellt fest, dass sie mit der Wange in der Pizza gelegen hatte. Sich die Haare bürstend, geht sie die Treppe hinab und findet Wolf, der auf der Couch liegt. Seine Hosen sind ihm runtergerutscht und legen Wolfs Hintern frei. Fanny kann nichts dagegen tun, sie muss einfach schmunzeln. Die letzte Stufe knarrt und Wolf schreckt hoch. Er sieht sie auf der Treppe stehen und wischt sich über das Gesicht. »Tut mir leid, ich wollte nicht.« »Schon gut«, sagt sie und geht in die Küche. »Kaffee? Wie spät ist es?« »Kurz nach 2, danke übrigens.« »Ich, wegen der Sache damals.« »Es war Wolf. Lass es. Wir haben uns ein Leben aufgebaut. Ohne dich.« »Ich war 2 Jahre in Therapie.« »Wolf, es spielt keine Rolle.« »Aber ich will mich erklären. Ich will dir sagen, warum ich mich nicht mehr gemeldet habe.« Sie brüht den Kaffee auf und stellt ihm eine Tasse hin. Es passt ihr jetzt eigentlich nicht, dieses Thema zu bereden, aber sie nickt ihm dennoch auffordernd zu. »Ich war wieder mal betrunken, im Dienst, als ich in Saarbrücken gearbeitet habe, bei einer Verhaftung. Es war nur ein kleiner Fisch, Kreditkartenbetrug, aber ich bin ausgetickt, habe ihn mir vorgenommen und so lange auf ihn eingeprügelt, bis mich ein Kollege von ihm wegzog. Ich wurde beurlaubt und nach der internen Untersuchung hat man mich gefeuert.« Den Knast konnte ich nur damit abwenden, dass ich in die Therapie ging. Also habe ich es gemacht. Ich durfte 6 Monate lang keinerlei Kontakte nach draußen haben. Nur deshalb habe ich keine Karten mehr geschickt und konnte mich auch telefonisch nicht mehr bei Jessica melden. Nach den 6 Monaten dachte ich, es wäre ohnehin egal. Als ich wieder raus war, habe ich mich überall beworben. Ich war ein halbes Jahr arbeitslos. Nur Kissingen hat mich dann genommen. Ich weiß, es wäre besser gewesen, ganz aus eurem Leben zu verschwinden, aber ich brauchte wieder eine Arbeit. Ich bin kaputt gegangen, so ganz ohne etwas zu tun zu haben. Sei nicht sauer deswegen.
Selbstverständlich ist sie sauer. Woher wusste Louis, dass du in Kissingen bist? Ich habe angerufen und gefragt, wie es euch geht. Du kennst Louis. Wenn er erst mal fragen kann, plappert man drauf los. Ich wollte nicht, dass er es erzählt. Hat er auch nicht. Er hat dich angefordert, um den Fall zu übernehmen. Kannst du dir ein wenig vorstellen, wie ich mich dabei gefühlt habe? Ich hatte keine Ahnung, dass du wieder hier bist. Und das Erste, was ich höre, ist, dass du meinen Fall übernimmst. Dass du mir meinen Mordfall wegnimmst. Du weißt, dass Hammelburg ein Kaff ist. Du weißt, wie man befördert wird. Es reichen keine ausgezeichneten Bewertungen durch Louis. Ohne richtige Fälle, bei denen ich mich beweisen muss, geht es nicht weiter. Dann passiert einmal was, das ausschlaggebend wäre, und schon schnappst du mir den Fall weg. Ich bin schon 15 Jahre hier. 15! Das tut mir leid. Franziska nippt an ihrem Kaffee und mustert Wolf. Er sieht wirklich verändert aus. Früher hätte er mit Sicherheit nicht so ruhig reagiert, wenn sie ihn vor allem derart angeschrien hätte, wie sie es auf dem Revier tat. Die Erinnerungen reichen aber, um alles, was sie je an ihm mochte, sterben zu lassen. Es kommt kein Gefühl, nicht einmal Mitleid. Du wolltest mir was zeigen. Diesmal ist es an Wolf, sich überfahren zu fühlen. Die Frage kam so trocken und ohne Zusammenhang, dass er erst ein paar Sekunden braucht, um den Faden zu finden. Dein Bild. Prima, du auch. Kompliment übrigens. Verzichte. Wolf lächelt über ihre Direktheit. Es war eines der Dinge an ihr, in die er sich damals verliebt hatte. Ich habe dein Profil gefunden. Also zumindest das Bild. Wieso bist du eigentlich überrascht gewesen, wenn du das als Profilbild nimmst? Ich urteile nicht, fügt er schnell hinzu. Aber jeder hätte dir das Bild schicken können, wenn du es online stellst. Ich habe kein Profil irgendwo. Ich bin Kriminalkommissarin. So bescheuert bin ich nicht. Es ist doch von einem Fotografen, oder? Sieht sehr professionell aus. Reden wir über dasselbe Foto? Das unter der Dusche. Wir sind nicht mehr verheiratet und wenn du... Halt, halt, halt. Du denkst, ich hätte das Foto machen lassen? Für ein Internetportal? Eine Dating... Franziska muss lachen. Ein hysterisches Lachen, verbunden mit Zweifel an Wolfs psychischer Stabilität. Er dreht ihr den Bildschirm zu und ihr Lachen stirbt. Scheiße. Das ist ja echt ein Profil. E-Mail und alles. Ist das deine echte E-Mail-Adresse? Ja, doch. Das Foto kam mit dem Chat. Ich bin einem 14-Jährigen beinahe an die Gurgel gegangen, weil die Nachricht über seinen Facebook-Account ging. Jesse hat nur den Chat geöffnet und zack, war es da. Entschuldigung. Und woher wisst ihr dann, dass es ein Hacker ist? Ich bin hin, zu Mattes. Der Junge war gerade dabei, sein Motorrad zu reparieren. Er war voller Öl. Sein Vater hat bestätigt, dass er den ganzen Tag damit beschäftigt war. Er ist dann mit her, hat sich das Bild angesehen. Du hast einem 14-Jährigen ein Nacktbild von dir gezeigt? Reißt Wolf schockiert die Augen auf. Ja, hat mich ganz feucht gemacht, kontert sie und zieht ein vorwurfsvolles Gesicht. Entschuldige, weiter? Als er hier war, kam eine Nachricht über Jessys Messenger. Als sie dann draufklicken wollte, leuchtete die Webcam kurz auf. Mattes hat das Kabel gezogen und gesagt, dass uns irgendwer gehackt hat. Da kann er recht haben. Franziska sieht sich die Seite genauer an und liest sich den Titel durch. Rackel. Was ist das? Keine Ahnung, was das bedeutet. Real Adult Casual Lovers? Dein Humor ist so... Sie lässt ihre Hand neben ihrer Schläfe kreisen. Hast du echt gedacht, ich zeige mich nackt im Internet, um Typen aufzureißen? Naja, oder Frauen. Wolf, das ist nicht witzig. Ich weiß auch nicht, wie das mit Bea passiert ist, ja? Wir haben uns gesehen, ich fand sie sympathisch und sie gab mir einen Kuss. Das war's. Sie hat dich geküsst? Wolf! Er ergibt sich, standesgemäß. Also, ich dachte, es wäre eine Dating-Plattform, klar. Arrangieren wir uns so? Wenn du meinst. Also, ich wollte dein Passwort, habe aber später, also vorhin, als du mit Jessie geredet hast, festgestellt, dass es nur ein Klon ist. Was heißt? Praktisch ein Bild, das einen weiterleitet, wenn man draufklickt. Und was passiert dann?
Nichts? Franziska sieht ihn verwundert an. Nichts? Was meinst du damit? Na, normalerweise sollte ich so auf eine Hauptseite der, Wolf zeichnet Gänsefüßchen mit den Fingern, Dating-Plattform kommen. Aber es zeigt mir einen Code 409 an. Das ist eine Konfliktmitteilung. So, das war jetzt auch nicht wirklich spannend, aber ich verspreche euch, die Stellen, die ich jetzt gelesen habe, waren wirklich nicht die spannendsten, aber ich möchte wirklich nicht viel verraten von dem Buch. Es geht wirklich um einen, ja, um Franziska, die Kriminalkommissarin, die sich irgendwann ein Leben ohne ihren Mann aufbaut, sich scheiden lässt und ja, auf einen großen, tollen Fall wartet in dieser beschaulichen Stadt Hammelburg, in der es recht langweilig ihrer Meinung nach zugeht. Und ja, sie wird im Grunde zum Mittelpunkt einer Geschichte eines Psychopathen. Und es geht in diesem Buch nochmal eigentlich wirklich Schlag auf Schlag, dass Dinge passieren, die ja, die Franziska ziemlich treffen. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt, dann lest einfach auf meinem Blog rein. Da findet ihr auch den Buchrückentext. Und ja, ich freue mich auf euch. Ich habe euch da auch den Hybrid-Verlag verlinkt, wo ihr das Buch erwerben könnt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr meine kleine Lesung fandet. Ciao!